Ausgangspunkt eigentlich, Umrisse muss ovar sein und nicht eine einfache Ovalform, sondern ein Ei, so wie ein Ei, so wie ein einfaches Ei, sogar ein umgedrehtes Ei. So, ich werde ganz locker, ganz locker so diese Form machen. Und das ist auch sehr wichtig, eine feste Regel, ganz locker. Meine Hand bewegt sich so, nicht? Wir können mit zwei Linien auch Hals dazu skizzieren. Hals ist fast so breit wie unser Kopf, unser Gesicht. Das ist auch ganz interessant, nicht? Okay, damit haben wir eigentlich unsere Skizze. Wie kann ich dann weiter? Jetzt kommt eigentlich ein bisschen Mathematik. Wir haben jetzt schon erfahren, was Symmetrieachsen sind. Was sind die Symmetrieachsen? Und wir werden jetzt vier Symmetrieachsen einzeichnen. Einmal eine vertikale Symmetrieachse. Das ist, sag mal, Symmetrieachse 1. Und dann mache ich Symmetrieachse wieder. Das ist Symmetrieachse 2. Und dann Rest. Dieser Abstand werde ich nochmal halbieren. So ist es. Da ist es ungefähr. Und dann Rest werde ich nochmal halbieren. Da ist es. Okay. Und jetzt haben wir eigentlich eine mathematische Raster. Diese Symmetrieachse 2, das ist für die Augen. Symmetrieachse 3, das ist dann für die Nase. Und Symmetrieachse 4, der Mund. Das ist, da kommt der Mund. Aber wie? Schauen wir das an. Also, ich fange an und dann zeige ich auch, wie das geht. Ja, ein Auge auf dieser Symmetrieachse. Symmetrieachse 3, da kommt unsere Nase. Zwei Löcher, Nasenlöcher, Nasenflügel. Und natürlich, Gesicht ist symmetrisch, also andere Seite muss das auch, wir müssen da auch ein Auge haben. Und natürlich Symmetrieachse 4 unten, da ist ein Mund. Wie mache ich das? Mund, eine mittlere Linie von unserem Mund, also das ganz stark drauf drücken. Und dann Oberlippe und dann untere. Das ist jetzt eine schematische Zeichnung eigentlich. Ganz einfach. Ich wollte nur die Proportionen darstellen. Und jetzt natürlich, ich habe noch etwas vergessen. Das ist eben die Frage, was ist es? Was fehlt noch? Also die Ohren, nicht? Ganz einfach. Es ist eine feste Regel. Die Ohren kriege ich auch ganz einfach. Die Ohren sind zwischen Auge und Nase. Also das ist eine feste Regel eigentlich. Also, ich werde ungefähr diese Form hinzeichnen. Also Nase und Auge und Mund und dann die Ohren und hier auch. Das ist eine feste Regel. Also eigentlich, die Ohren sind immer da. So ungefähr. Also, damit ist es klar, Kunst und Mathematik, sie sind irgendwie ganz nah zueinander. Also, das ist wirklich so. Okay. Und jetzt möchte ich für euch präsentieren, dass eigentlich ein Porträt kann man relativ schnell, wenn jemand schon viel geübt hat, auch ohne Symmetrieachsen zeichnen. Das ist unser Ziel, ohne Symmetrieachsen, ohne irgendwelche Hilfsmittel später. Also, das möchte ich auch zeigen und präsentieren sehr schnell. Ein Porträt jetzt nicht frontal zeichnen, sondern ein bisschen seitlich.
ganz schnell, ganz locker, so wie ich gesagt habe, eigentlich ein Porträt zu zeichnen, das darf man nicht vergessen, meine Hand bewegt sich wirklich ganz, ganz locker. Übung macht den Meister. Später geht es ohne Symmetrieachs noch. Mit diesen Porträts wünsche ich für euch viel Spaß beim Arbeiten und auch gutes Gelingen.